Und da sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, das hat mich einfach nur mega wütend gemacht, Freunde. Weil das Ding ist, der beleidigte einfach euch. Es kann einfach der gesamte Server jetzt abbauen. Oh mein Gott, wie geil sieht das aus? Hey Freunde, und zwar verlosen wir 5-mal eine 10 € PaySafeCard, das heißt insgesamt 50 € an euch. Das Einzige, was ihr tun müsst, um eine von den 10 € PaySafeCards zu gewinnen, ist folgendes. Ihr müsst erstens dieses Video hier liken, zweitens einen netten Kommentar schreiben, drittens uns einfach mal abonnieren und zusätzlich noch die Glocke aktivieren. Wenn ihr das alles erledigt habt, könnt ihr eine 10 € PaySafeCard gewinnen. Viel Glück und viel Spaß beim Video. Hey Freunde, was geht ab? Ich bin heute mal wieder auf dem durchrasten.de Server, Freunde. Joint da auf jeden Fall mal drauf. Die Server-IP findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung, meine Freunde. Folgendes. Ich habe mich einige gefragt, wie lange das PaySafeCard-Gewinnspiel geht. Das haben wir vergessen, euch zu sagen. Das geht bis zum 31. Oktober. Dann wird das aufgelöst in dem Video. Und da wird dann bekannt gegeben, wer die PaySafeCards gewonnen hat. Freunde, es ist schon wieder so krank. Es wurde ein Grundstück gemeldet. Danke auf jeden Fall an der Stelle an den lieben Kevin, der das Grundstück gemeldet hat. Richtig korrekt von dir. Und ja, es ist... Ich kann es gar nicht fassen, weil das Grundstück hat mich, ehrlich gesagt, muss ich wirklich sagen, ein bisschen wütend gemacht. Wir werden am Ende vom Video noch einen richtig geilen Community-Grief machen wieder. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben, Freunde. Es wird mega geil. Ich mach mal ganz kurz, Tag, damit wir das hier uns gleich in voller Pracht angucken können. Freunde, es wird nicht richtig krass, weil... Auf dem Grundstück, ich habe mir das schon mal im Vorfeld ein bisschen angeguckt, muss ich gestehen, weil auf dem Grundstück wird beleidigt dieser Typ, der dieses Grundstück gebaut hat, beleidigt er einfach euch. Meine Abonnenten, meine Community, unsere Community, und ich muss ganz ehrlich sagen, da geht denn schon ein bisschen zu weit, weil man kann mich beleidigen, mich persönlich, aber dass er dann direkt meine ganze Community beleidigt, weil ich muss echt sagen, ihr seid momentan so krass drauf, schreibt so liebe, nette Kommentare, finde ich richtig geil, deswegen auf jeden Fall Props an euch, liked die Videos und ohne euch wäre dieses ganze Drumherum einfach alles gar nicht möglich, deswegen auf jeden Fall vielen Dank an euch und deswegen hat mich das auch so wütend gemacht, weil er da einfach auf dem Grundstück, auf seinen komischen Assi-Schildern da, hat er einfach euch beleidigt. Ja, so nebenbei, wie gefällt euch übrigens die neue Facecam-Position? Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Wenn es euch gefällt, lasst doch mal einen Daumen oben da oder schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr besser findet, so oder das alte. Ich finde das hier mal ganz fresh und bringt ein bisschen frischen Wind rein. Und ich würde sagen, ich gucke jetzt einfach mal dieses Grundstück an. Also hier vorne geht es schon direkt los. Teamler, verpisst euch. Ihr habt ja... Freunde... Kommt das nur mir so vor oder können die ganzen Assis nicht schreiben? Also, Teamler, verpischt euch, ihr Uhrensöhne. AMK, ihr Bastarde. Wer, ihr geht hier rein. Oh, das werden wir aber sowas von. Hört ihr schlecht, verpischt euch. SkyGuy und Fox, ihr... Ich bringe euch um. Was habe ich dem Typen getan? So, das wird sich, glaube ich, aber gleich noch herauskristallisieren, was ich ihm angeblich angetan habe. Freunde, und jetzt geht's erstmal weiter. Erstmal steht da so richtig kontextlos, Pinneth, hier, wer hier durchgeht, wird verflucht, dann kommt Slenderman, Freddy Krueger, Michael Myers und Jason vor von S, achso, von oder vor S, S besucht, verstehe ich nicht so ganz, weil Slenderman, Freddy Krueger kenne ich, die beiden kenne ich nicht, vielleicht sind die voll bekannt und ich mache mich jetzt gerade zum Affen, weil ich die nicht kenne, aber egal. Wir gehen jetzt einfach rein und Freunde, gleich werdet ihr was sehen, was mich einfach so abnormal wütend gemacht hat. Also wirklich, ich gehe jetzt einfach mal durch, wir lesen uns erstmal, das bewahren wir uns gleich erstmal. Also erstmal steht hier, mein blauer Kackhaufen in dein Gesicht, ihr Husos. Also der scheint auf jeden Fall ein Problem haben, was das hier, das habe ich noch gar nicht gesehen. Abendessen, Fox und SkyGuy, extra knusprig lecker, ihr Husos. Also der Typ, der hat ja, der muss ja echt ziemlich behindert sein und Scheiß. So, was haben wir hier? Und da sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, das hat mich einfach nur mega wütend gemacht, Freunde. Weil das Ding ist, der beleidigte einfach euch. Richtig, richtiger Assi einfach. Ohne Scheiß, finde das richtig, richtig... Nee, ich finde da hier Fox und SkyGuys. Erstmal guckt euch diese Rechtschreibung an. Also wirklich, als wenn das der größte Spacken geschrieben hätte. Fox und SkyGuys Abonnenten sind dumme Schwuchtels, weil die wollen nicht, dass ich das weil die wollen nicht, dass ich das tun kann, was ich will. Husus. Immer melden die meine Grundstücke
und deswegen sterbt. Aber dann steht hier noch Husus, 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 Husus. Hauptsache, da steht nicht Hauptsache, seht ihr das? Da steht nicht Husus, da steht Husus. WTF. Also, deswegen ist er anscheinend auch so sauer auf mich und auch euch. Einfach, weil er nicht tun kann. Weil er nicht tun und lassen kann, was er will. Natürlich kann er nicht tun und lassen, was er will. Dann soll er sich einen eigenen Server machen oder im Singleplayer spielen. Da kann er gerne tun und lassen, was er will. Aber nicht auf diesem Server. Hier soll es freundlich sein. Dann wird hier sowas gebaut. Wirklich, das macht mich manchmal wirklich traurig, weil... Ja, egal. Also wie gesagt, es hat mich mega wütend gemacht, weil er da einfach euch beleidigt und geht gar nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal runter. Ach, hier steht noch was. Zum Tod, Skyguy Fox hier runter. Ihr Lutscher, ich bringe... Also wirklich, der Typ, der muss ja wirklich eine Störung haben. Der Typ ist übrigens auch leider gerade nicht online. Sonst hätten wir den vielleicht mal auf den TS geholt oder so, aber... Geht leider nicht. Ist hier irgendwie ein Schalter oder so? Nein, ist kein Schalter. Egal. So, was ist das hier? Ich mach mal ganz kurz hier, dass wir hier vernünftig sehen. Ich weiß gerade, Nachtsicht heißt der Trank, glaube ich. Ja, Nachtsicht heißt der. Wer diese Köpfe zerstört, wird verflucht. Heilig. Hauptsache, der hat sich hier Barrieren besorgt. Der Typ hat sich einfach Barrieren besorgt. WTF. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht verflucht werde, sondern dass ich sogar eher in den Himmel komme, wenn ich diese Köpfe zerstöre. Deswegen werde ich diese Köpfe jetzt einmal mal zerstören. Und ohne Scheiß, dieser Typ, der macht mich so kernaggressiv. Ach, da hinten haben wir auch noch was Schönes. Kein Zutritt, ihr Wichser. Och, ich bin durchgegangen. Och, was passiert jetzt? Nichts. Selbst schuld, würde ich mal sagen. Und was ist hier? Ja, da brauche ich doch nichts mehr zu sagen, oder... Ich wünschte echt, dass die Leute sich einmal vom Server hier verpissen. Hier. Also. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, ob wir nicht irgendwas irgendwie vergessen haben oder so. Ich denke nicht. Und dann, Freunde, kommen wir gleich zum versprochenen Community Grief. Ja, WTF, wie viele Sachen hat der denn? WTF. Richtig krank einfach nur. Ich gucke nochmal ganz kurz im Game Mode 3, ob es hier irgendwie eine geheime Kammer gibt. Sieht aber nicht danach aus. Freunde, das heißt, wir können jetzt ein Community Grief machen. Ich erkläre euch mal ganz kurz für die Leute, die es noch nicht kennen. Ich werde gleich auf dem Grundstück dem gesamten Server Rechte geben. Das heißt, jeder auf dem Server kann auf diesem Grundstück gleich abbauen. Es wird mega lustig, Freunde. Es wird einfach nur unfassbar lustig. Also, lasst mich mal ganz kurz... überlegen, wie wir es am besten machen können. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los, Freunde. Ich gehe mal ganz kurz aus dem Vanish raus. Und jetzt gehe ich wieder in Game Mode 1. Und ich nehme schon mal einen Wassereimer, weil es wird immer Lava gesetzt, was natürlich normal ist beim Griefen. Aber dann sterben immer Spieler und das soll natürlich nicht Sinn und Zweck davon sein. Ich schreibe mal, wer hat Lust auf einen... Oh, jetzt kann ich gerade nicht schreiben. Auf einen... Hashtag Community Grief. WTF, was ist gerade mit mir los? Wer hat Lust auf eine Community Grief? Da habe ich schon verkackt, egal. Ach, da hat sich sogar schon jemand zu mir, ach, ein Supporter hat sich zu mir teleportiert. So, dann würde ich sagen, mache ich /tpa all. So, jetzt kann jeder sich hierher teleportieren, der Bock hat. Jetzt warten wir kurz, vielleicht nicht, dass es ruckelt oder so, aber es sieht gut aus. Und Freunde, jetzt werde ich dem gesamten Server Rechte auf dem GS geben und Freunde, guckt euch das an. Der gesamte Server kann jetzt hier abbauen. Es kann einfach der gesamte Server jetzt abbauen. Oh mein Gott, wie geil sieht das aus. Scheiße, die sterben alle. Hier, ich geb euch mal hier Wasser. Nicht, dass ihr hier mir noch wegsterbt, Freunde. So. Wenn ihr auch mal bei sowas mit dabei seid, das machen wir eigentlich jeden Tag, ist so ein Grundstück, wird so ein Grundstück gemeldet und dann zeigen wir es denen immer zusammen. Und wäre mega cool, wenn ich euch auch da mal mit dabei haben könnte. Würde mich mega freuen. Ich habe schon einige sowieso schon lange nicht mehr gesehen auf dem Server. Das heißt, wenn ihr Bock habt, joint auf jeden Fall mal drauf. So.
Ja, Freunde, ich kann jetzt /p/delete eingeben. Und ja, ich glaube, dieser Typ, ohne Scheiß, vielleicht kommt der Typ ja und beschwert sich. Vielleicht kann ich dir nochmal ein Video machen. Wäre auf jeden Fall mega geil. Und ja, das war's dann auch mit dem Video. Es hat mir mega Spaß gemacht, heute mit euch dieses Grundstück zu griefen. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Lasst mich kurz überlegen. Nein. Also, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von einer neuen Facecam-Position haltet. Und lasst einen Daumen oben da. Zockt auf den durchrasten.de-Server. Würde mich mega freuen. Wie gesagt, ich habe richtig viele von euch da schon mega lange nicht mehr gesehen. Und da sind schon richtig viele. Schreibt noch, warte, wir werden jetzt das Video zusammen beenden. Schreibt Tschüss YouTube. So, und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wir haben das Video jetzt zusammen beendet. Und dann haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, man sieht sich. Ciao.